So. Das hier ist ein gefährliches Gebiet. Jetzt sind schon mal ein paar Beißer. Die sind, ja, so eine Mischung aus Wolf und, ja, wieso Wolf? Keine Ahnung. Ja, lass die Zeit. Aber sie machen auch halbwegs, skiffische Geräusche. Mein Gott, lass die Zeit. Das war einfach. Aber ich möchte halt, dass ihr alle euch jetzt hier zu mir bewegt. Damit der Ork da hinten mich erstmal ignoriert, weil ich will mich langsam vortasten, okay? Oh mein Gott. Okay, das dauert ein bisschen lang. Ich hab keine Geduld hier. Keine Geduld! Keine Geduld! Keine Geduld! Keine Geduld! Oh ja, der sieht schon ein bisschen geaggroed aus. Na, Kollege, kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Ja, und das geht so auch noch eine ganze Weile. Ach, guck mal, die Bässe haben sogar Zeug dabei. Nein, ich will das da. Das ist alles meins. Und damit ihr es wisst. Jo. Und Speicher nicht vergessen. Man weiß ja nie. So, da hinten steht noch einer. Und das ist halt auch schon, was ich mich so frage. Wie bitte sind die hier vorbeigekommen, wenn hier irgendwie schon oder immer noch ein paar Orks rumstehen? Verstehst du? Das macht doch gar keinen Sinn. Wie sind die hier vorbei? Sind die einfach vorbeigelaufen und das war's? So. So, das ist halt irgendwie, was ich nicht checke. Ey, hab ich nicht gesehen, jetzt warte doch mal! Ich hab dich nicht gesehen, ich war nicht bereit! Au! Ja, das war jetzt auch nicht peinlich oder so. Das kann jedem mal passieren. Wo bitte kam der her? Der war total camouflaged vor mir. Ach, goddammit. Ich war irritiert von diesem riesigen Schädel. Und ich frag mich wirklich, also ist es einfach in den Fels gehauen oder ist es tatsächlich ein Schädel? Weil wenn das in den Fels gehauen ist, wovon ich prinzipiell ausgehe, wie haben die das gemacht, dass es weiß ist? Haben die es lackiert? Das glaube ich nämlich eher weniger. Aber hey, was weiß ich schon. Guck mal. Da haben wir schon mal unsere erste Antwort. Hier liegt ein Templer rum. Huch, der ist ein bisschen hin. Warte, 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 warte. Und irgendwer hat sogar zugemacht. Das ist sehr merkwürdig. Aber gut. Aber gut. Den Mutigen gehört die Welt. Ach, und den Dunklen offensichtlich. Warte, ich glaube, das haben wir noch. Flop. Ich weiß gar nicht, ob wir da uns eigentlich schon wieder Nachschub besorgt haben. Hallo? Entschuldigung. Ich suche ein paar Hallo? Möchtest du... Was ist das denn für ein Affe? Im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist ein ziemlich schlechter Speer, weißt du das? Hallo? Es ist wahnsinnig dunkel hier und ich bin so ein bisschen nachtblind. Hallo? Ja? Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Okay, sind wir ein bisschen zu spät gekommen.
Ja, das kann schon mal vorkommen. Das kann schon mal vorkommen. Da hinten humpelt noch einer. Oh mein Gott, es ist alles so dunkel hier. Hallo? Ich suche so ein paar Templer. Habt ihr welche gesehen? So ein wie die zwei Leichen. Aber noch lebend? Vielleicht? Nein. Nein? Okay, warum? Dann nicht. Du vielleicht? Hier erstmal ein bisschen um. Habe ich das? Nein, ich habe das gehört. Mumia, Mumia. Oh nein. Das ist Einbildung. Wir hören nichts. Das ist absolute Einbildung. Nischt. Plupp. Schulter. Was ist das Gitter hin? Also ich meine, wir haben ja jetzt beide gehört, dass irgendwo was aufgegangen ist. Wenn das bloß nicht alles so wahnsinnig identisch aussehen würde. Und wie? Okay. Okay, gut. Das machst du bitte nicht nochmal. Das war merkwürdig. Okay, also hier waren wir. Dann vielleicht irgendwo hier. Ja, nur warte doch. Ich meine, ich höre nichts. Ich höre nichts. Ich bin beschäftigt. Ah, ich glaube, das da. Ja, guck mal, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, na, komm. Ja, und jetzt ist bitte wo was aufgegangen? Ha. Da ist hier. Lecker. Gott, hör auf, die Mumien aufzumachen. Das ist creepy, okay? Was hatten die jetzt eigentlich dabei für Amulette? Amulette der Magie? Dreht sich ganz schön schnell. Ach so, ja, der Ring. Oh. Den uns, es war irgendwas. Irgendwas in der Richtung. Aber wir haben wunderbare. Wunderbare Ringe. Und warum wir nicht 10 tragen können, werde ich nie verstehen. Ja, wir haben 10 Finger. Ich meine, es gilt vielleicht nicht für alle. Aber auf jeden Fall für uns. Und ich finde, das wäre nur fair. Ich möchte eigentlich auch da rein, aber ich kann nicht. Mumie. Na gut, dann folgen wir mal wie der Held eines jeden Horrorfilms. Gibt es eigentlich Helden in Horrorfilmen? Das sind eigentlich eher Opfer, oder? Na egal, wir folgen den Geräuschen, anstatt uns vom Acker zu machen. Und da ist schon wieder einer.
Also ich meine, gut, ihr seid jetzt auch nicht die allerbesten Kämpfer, die es hier gibt. Na, also... Ja, aber da schreit noch jemand. Links, rechts. So, geht's dir gut? Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Kor Amgar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Oh, crap. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Auch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt. Mhm. Und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ja, sicher. Aber übrigens... Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor Amgar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Vielleicht wo sind ist die anderen bei den Templer? Toten Sonntag oder so. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Weil im Prinzip gehört das doch den Orks. Dass die da rumhängen, finde ich nicht so merkwürdig, ehrlich gesagt. Auch wenn sie vielleicht ab und zu mal nicht da sind. Vielleicht haben die irgendeine Festivität, keine Ahnung. Ich werde dir helfen. Sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Meine Fräse. Noch jemand. Meine Güte, ich meine, ihr seid wirklich sehr, sehr höflich, ja, dafür, dass ihr einfach mal still wart. Oder, naja, still wart ihr nicht, genau, das ist mein Problem. Ihr wart nicht still, aber ihr habt mich wenigstens nicht angegriffen. Das war ja schon mal ein bisschen, nice, mich nicht abzuschlachten, während ich versucht habe. Guck mal, Mondschatten. Ja, wächst immer in der Nähe von Feuerorbs. Ja. Also, ich finde es überhaupt nicht merkwürdig, dass die Orks hier sind. Weil, wie gesagt, das Ding hier, das gehört denen. Die haben das gebaut. Und die beerdigen ihre Toten hier. Ja, vielleicht ist irgendwer Wichtiges gestorben. Gott bewahre, aber, ne, weiß Bescheid. Hallo! Okay, das war nicht der hellste. Das war nicht der... Ach, hallo! Ihr seid alle nicht so besonders, ne? Hallo! Er hat versucht, seine Waffe zu ziehen. Das ist ja schon mal etwas. Gut! Nee, warte, nicht ganz. Hallo. Ja. Ich hab ihn gehört, aber ich sehe ihn nicht. Ja. Ja, du bist unsichtbar. Oh, das ist gemein, das ist gemein. Du bist unsichtbar, das ist gemein. Okay, warte mal. Lauf. Ah! Mann, du dämliches... Bild wegen dir, ey. Lass mich in Ruhe meinen Reis schlürfen. Ja. Ja, ich weiß, dass wir auch einfach Tränke haben. Und die auch benutzen können. Aber wir haben eben auch 195 mal Reis. Der muss ja auch irgendwo hin. Wir haben sogar 43 Äpfel, aber ich glaube, die bringen uns noch nicht allzu viel. Aber es geht ein bisschen schneller. Ja, wir sind schon set for life. Na super, ich habe kein Feuer mehr, wollte ich gerade sagen.
Ich habe kein Magie mehr. Ich habe... Oh nein, das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Oh verdammt, ich hätte mehr kaufen sollen. Oh mein Gott, das tut mir so wahnsinnig leid. Jetzt müssen wir alle hier blind weitermachen. Jesus! Was? Hier geht es nicht weiter. Wirklich? Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Oh, er ist so schlau. Guck mal, Pilze sammeln. Naja, wenigstens gehen die Fackeln nicht einfach so aus. Das ist ja schon mal was. Und wir haben ganz viele davon. Wenn wir wollen, können wir alle 5 Meter was fallen lassen. So, du hast geguckt, ne? Du weißt, was aufgegangen ist. So, Pergament, Trank, Kruschpack und Trank. So, gucken wir uns das Pergament an. Pergamenthälfte. Ein Teil eines uralten Pergaments. Das untere Ende scheint abgerissen worden zu sein. Diese Schrift ähnelt dem Runen an den Wänden dieser Höhlenseher. Den Stein vergessen wir, okay? Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Du standest nicht nur im Weg, du hast nicht mehr gekämpft. Das ist das. Okay, also die eine Hälfte haben wir schon mal. Yay, us. Können wir gleich hier einmal liegen lassen. Na, ein bisschen Bescheid. Hier sind wir bereits gewesen. Na, wir müssen hier absolut nicht mitgeizen. So gar nicht. So, von da sind wir gekommen. Das heißt, Storch. Eins. Jetzt geht's noch hier links. Und was ist denn das hier? Orkspeer. Unsichtbarer. Am besten immer noch mal speichern, damit die auftauchen können. Hallo. Hallo. Ah, Trank. Rostiges Schwert. Pfeil. Ah, noch ein Trank. Was? Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Du, Captain Obvious, ey. Pergament. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Schön für dich. Kampfschwert, Pfeil. Pergament liegt da immer noch. Okay. Was wir hier haben, ist ein Loch. Ein Loch, das uns woanders hinführt. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das was Kluges war, dort runter zu gehen. Tja, werden wir das jetzt wohl mal rausfinden. Geronimo! Hier waren wir schon. Okay. Okay. So, damit sind 2 Stollen abgedeckt. Und wir haben unseren Baal verloren. So, mal gucken, ob der jetzt immer noch hier rumhängt im Kreis. Ja! Du Trottel! Was bitte machst du? Bist du blödsinnig? Ah ja, egal. Nimm unsere Fackel wieder mit. Wieso? Ach. Statt ihr uns gleich hinterher rumpelt. Nee, weißt du? Egal. Egal. Hallo?
Ich muss dich schon mitnehmen. Also mir ist eigentlich egal, was du tust oder auch nicht tust. Aber ich brauche dich. Damit die Story weitergehen kann. Oh Gott, du bist da jetzt nicht hängen geblieben, oder? Oh Mann. Schaffst du's? Ich mag den Typen nicht. Alter. Oh, das ist nicht wahr. Was stimmt mit dir nicht? Komm doch jetzt einfach mit, ey. So, was? Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Hä? Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Mhm. Wow. Gut. Zum Glück haben wir noch einen Stollen. Oh Gott, wir sollten uns mal nochmal heilen. Was hat mich denn so verprügelt? Das Runterfallen da? Ja, war. So. Guten Tag. Hallo. Hallo? Möchtest du mal herkommen? Ich sagte herkommen. Ja, nur beweg dich. Gut, da sollten wir wohl ein bisschen vorsichtiger sein. Ich kann mal gleich von allen Ecken kommen hier. Ist das weiß? Oh, ich hasse Suppen, ey, es dauert um 100 Jahre. So. Ach, hallo! Schön, dass du mitgekommen bist. Statt irgendwie jemand den Rücken deckt. Nee, das wäre ja irgendwie zu viel verlangt. Okay, einer nach dem anderen, habt ihr verstanden? Einer nach dem anderen. Komm schon her, verdammte Axt. Es kam. Oh mein Gott, lass dir Zeit. Du hast nichts gehört. Nichts. Aber gar nichts. Dachte ich mir. Alter, ist das hier eklig. Ich sehe nichts. Hallo?
Hallo. Oh mein Gott, Smug. Könnt ihr mich mal ernst nehmen? Oh verdammt, ich sehe nichts. Unsichtbar zu sein, bitte. Psst. Muss lauschen, ob hier noch einer ist. Nee, ich will eigentlich, dass du die Waffen nimmst. Hallo. Ach. Ich brauch Fackel. Pilze braucht man immer. So. Wo ist eigentlich mein Kollege? Wie hab ich den schon wieder verloren? Ach, verdammt. Naja, wir finden den schon. Keine Sorge. Weit kann er ja nicht sein. Er muss aber genau hier hin, bitte. Okay, wo ist er? Ist bestimmt wieder irgendwo hängen geblieben. Bestimmt nur irgendwo hängen geblieben. Da! Hast du mich erschreckt? Ja. Aber die Geräusche hier, es macht mich alles fertig. Komm doch jetzt mal um die Kurve, Himmel. Bitte, komm jetzt her. Du verdammter Trottel. Komm her. Los jetzt. Los jetzt! Oh mein Gott. Ja, schaffst du es ja? Meine Güte. Hier, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ist was Tolles, oder? Oh mein Gott, warum merkst du es nicht? Bitte, bitte. Ist er jetzt schon wieder? Da ist er. Sollen wir mal ein bisschen mit dem Kreis laufen oder was? Ja. Oh, 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 lass dir Zeit. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Hinter dieser Wand! Das muss es sein! Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Geschwächt wovon? Ach, aber gut. Da ist er. Ups, ne? Falsche Taste. Warte, hier war irgendwo. Irgendwo schöne Wände. Ich sehe sie bloß gerade. Doch, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Doch.
Nein? Okay. Wir leuchten immer noch. So, und da bin ich halt auch irgendwie wieder mal verwundert. Wieso können die Orks teleportieren? Oh Mann, Kollege, bitte, bitte, bitte komm mit. Warum kommt er nicht mehr mit? Dicker, bitte. Geht doch. Kommst du jetzt? Ja, meine Güte. Du hast den verborgenen Ort gefunden. Ja. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Oh, Gott sei Dank, ey. Folge mir, Alter. So, am besten wir nutzen wieder meine Fackel. Da. Dass man wenigstens ein bisschen was sieht. Geht's nicht weiter? Nein! Wow. Das darf nicht wahr sein! Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen! Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer! Offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer! Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Ja. Stirb, Ungläubiger! Ah! Also wirklich. Nichts dabei. Ich möchte das da haben. Todbringer. So, und mal wieder interessiert es mich, was passiert. Wen ist er ja noch nicht? Na komm. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja. Wenigstens. Also, das mache ich wirklich gern. Du warst furchtbar nervig. Kollege. So, könntest du mal natürlich den Todbringer immer anschauen, weil das natürlich das Einzige ist, was mich interessiert. Der, Königsklinge haben wir von denen, alter Klinge, da. Warte mal. Todbringer. Da. Todbringer. 48, das ist ein schwachsinniges Schwert. Aber wir haben es. Wir sammeln nämlich Schwerter, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. So, und jetzt können wir entspannt zurück. Flup, 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 flup. Dap, dap, da, 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 da. Und wir müssen dringend mehr
Lichtzauber kaufen, weil die Fackeln, die bringst nicht so. Aber sie müssen alle Lichtzauber kaufen, die es auf diesem Planeten gibt. Weil, ich meine, ja, also wir können später schon noch Magier werden. Damit die halt auch einfach Kreis erlernen. Hups, bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Aber trotzdem, bis es soweit ist, hätte ich gerne, dass wir einfach... Hast du gesehen, wie die alle umgefallen sind? Ja. Kannst du ihn nutzen übrigens. Ja? Okay, gut. Wenn du darauf bestehst, mein Freund, wenn du darauf bestehst. Wir heben unsere Faust Sinn, denn wir sind siegreich. Yes. So. Es ist schon wieder am Dämmern hier. So, mal gucken, ob die eine Baal an der einen Ecke da in der Nähe von Gorgolom, in der, ich nenne jetzt mal Hütte, diesen Vorschlag da, ob der uns auch Lichtzauber verkaufen kann. Den bräuchten wir so um die 150 Mal. Würde zumindest nicht schaden. Das kann ich schon mal sagen. Da, 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 da. Ja, los! Flieg! Flieg und sieg! Nummer 1. Was meinst du? Ja, jo, du. Mein Bester. Wieder dieselbe Leier. Ich möchte. Das ist wirklich nicht mein. Sorry. Gerne. Was hast du hier? Oh, Wasser! Das ist mal was Tolles. Schütze von 10, 5, 5. Der sieht ja interessant aus, aber der ist. 1, 3, 5, 5. Gequatscht wird viel. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Solange ich damit nichts zu tun habe. Komm schon. Ja. 100. Perfekt. Nehmbar. Dann muss ich nur mal unsere Dingstas angucken. Hier. Das weiß ich natürlich mal nicht, was ich da anhabe. Egal. Ich würde dir gerne, meinen ganzen Schrott geben. Wo ist mein Verschiedenes? Da ist mein Verschiedenes. Guck mal. Krüge. Ganz was Tolles. Schüsseln. Mega cool. Die Dinger und das. Und das, und das, und das. Und das. Die brauche ich noch. Ich muss noch fertig schmieden.
Mal ein bisschen weniger Zeug. Ich weiß, dass wir die Thronschlüssel nicht brauchen. Aber ich hänge an ihnen, okay. Oh mein Gott, wieso haben wir so viele davon? Steck, Becher, Schwefel. Das brauchen wir noch. Oh, warte mal. Bevor ich dir alles gebe, ich weiß, wir brauchen noch irgendwas davon. Später. Sicherlich nicht alles. Na, komm schon. Wieder rüber da. Irre? Das ist meins. Ah, das ist meins. Das da will ich auch behalten. Ja, stell bloß keine Fragen, ey. Ich hänge einfach dran. Deswegen haben wir noch genug anderen Schund. Weißt du was? Ich gebe dir meinen Reisschnaps. Ist sowieso nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Aber meinen Reis kriegst du auch. Und ein Fleisch. Na, das ist was, oder? Aber wir sind fast da. Guck mal, kriegst du. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Oh, es regnet. Wie unschön. So, dann wollte ich jetzt noch mal gucken. Also wir haben Stärkebonus 5. Schutzwaffen 15. Und Geschicklichkeit 5. Warum? Okay, reden wir nochmal, mein Guter. Ich möchte Schrift. Weißt du, bist ganz wundervoll eingedeckt. Den da. Den hätte ich gerne. Und der Erzhaar, Schutzwaffen ziehen. Was hat der denn vor wem? Beinahe. Ich bräuchte da einen, der beides aber 10 hat. Der beides 10 hat, das ist eigentlich, was ich will. 800, mein Gott, du Halsabschneider, du willst doch nur noch mehr Käse haben. Ich kenn dich doch. Guck mal, ich hab auch Wasser. Ziemlich beeindruckend, ich weiß. Oh, ist das schon zu viel. Dann gib mir meinen Käse wieder. Oh. Okay. Mein Ring der Unbezwingbarkeit hätte ich jetzt ganz gerne angezogen. Zack. Na. So, wir hauen uns jetzt erstmal aufs Ohr. Darüber muss man erstmal eine Runde schlafen.
Und während wir das machen, oh Gott, ich sehe überhaupt nichts mehr. Du ja auch nicht. Und während wir das machen, ach ja, übrigens, jetzt brauchen wir den absolut nicht mehr mit Geiz. Ne, wir haben 100-mal Licht. 100-mal. Also ab sofort müssen wir nicht mehr im Dunkeln leben. Also dann. Ich mache hier erstmal einen Cut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und gehen dann erstmal berichten, was für ein verdammter Reinfall das war. Also, bis dahin. Ciao.